Erfreuliche Nachrichten für alle Fürther, auch für mich als Fürtherin natürlich, denn die Energiepreise in Fürth sinken. Herr Grimmeisen, Herr Steurer, wie ist das überhaupt möglich? Ja, tatsächlich senken wir zum Jahreswechsel die Strom- und die Erdgaspreise und da sind wir auch sehr stolz drauf. In erster Linie ist es möglich durch unsere Beschaffungsstrategie, das heißt die Frage, wie und vor allem wann wir Energie einkaufen, und wir konnten so die zuletzt gefallenen Energiepreise am Großhandelsmarkt nutzen, um günstiger einzukaufen. Und sehr gerne geben wir diesen Preisvorteil an unsere Kunden weiter. Das haben wir im Übrigen auch schon immer so gemacht. Nur ist es aufgrund der vielen Preisbestandteile, gerade beim Strom, immer schwer nachzuvollziehen. Und wir informieren daher unsere Kunden immer sehr umfassend im Internet und in der Kundenzeitung und geben die einzelnen Preisbestandteile da bekannt. Inwieweit hat das Unternehmen denn aber überhaupt Einfluss auf die Energiepreise? Ja, tatsächlich ist es so, dass der größte Teil des Strompreises durch andere Teile beeinflusst werden. In erster Linie Netzentgelte, staatliche Umlagen, Abgaben, Steuern. Die prominenteste Umlage ist sicherlich die EEG-Umlage, die in letzter Zeit im Gespräch war. Das heißt also, ja, nur circa ein Viertel des Strompreises können wir überhaupt durch unser Handeln beeinflussen. In erster Linie durch den Energieeinkauf, und da haben wir eben gut agiert, sodass wir die Preise senken können, obwohl im nächsten Jahr sogar die Netzentgelte steigen. Die Zufriedenheit des Verbrauchers haben Sie auf jeden Fall erzielt mit der Senkung, aber inwieweit kann man denn langfristig planen? Ja gut, in die Zukunft können wir natürlich nicht schauen. Die Preise werden sich wie bisher auch natürlich sehr, sehr unterschiedlich entwickeln. Aber wie der Grimmeisen gerade eben angesprochen hat, haben wir eine langfristig angelegte Beschaffungsstrategie. Und im Rahmen dieser Strategie konnten wir immer wieder Mengen vorab einkaufen, Kontingente einkaufen. Das heißt, für uns ist es möglich, auch weiterhin unseren beliebtesten Tarif, den Fixtarif, weiter anzubieten. Der neue Tarif ist der Fix 2016. Hier werden wir in der Lage sein, 2015 und 2016 die Preise stabil zu halten, sodass wir zumindest mittelfristig für den Kunden eine Stabilität der Preise gewährleisten können. Dieser Tarif ist übrigens wie alle anderen Stromtarife auch für unsere Privatkunden ausschließlich zertifizierter Ökostrom, sodass jeder einen kleinen Teil für die Energiewende hier beitragen kann. Und wenn das alles zu kompliziert ist und auf der Kürze der Zeit hier nicht verständlich ist, der kann jederzeit bei uns während den Öffnungszeiten persönlich vorbeikommen, mit unseren Kundenberatern sprechen oder uns telefonisch erreichen, sodass dass wir hier gerne auch immer wieder Auskunft geben werden.